immer wieder taucht irgendwo auf, dass Leute dich den deutschen 6ix9ine nennen. Hat man auch schon oft genug gehört, war, ja, dass Leute auf einmal einsam an der Spitze stehen. Und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen. Ja, ich hab's mies gefallen, Bruder. Weißt du, Frauen haben. DC Militär. Ich mache in 15 Tagen gerade, ich versuche es, 50 Songs zu machen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind heute wieder auf Stoked bei Baked und Freunde von Freunde Space. Mein Name ist Marvin Game und wir haben heute zwei super special Gäste. Ja, das ist Dillomann. Was geht ab? Das ist Dillomann. Ich bin Kasi. Ja, genau. Die stellen Wissen schon, sich selber vorzustellen. Und wie immer Christoph Brandt, der OG am Herd. Kasimir und Dillomann, ja, haben sich heute. Was habt ihr euch gewünscht zu essen? Steak. Steak. Und was hattest du? Du hattest Nudeln. Nudeln. Was heißt Steak? Nudeln? Du sahst im Internet viel größer aus, deswegen habe ich ein großes Steak bestellt. Ja, das ist auf jeden Fall. Und Pasta, wir machen voll. Genau so esse ich das eigentlich. Dabei. Roh auch? So roh? Ja, ich esse das auch roh, ist kein Problem. Nee, wir braten. Wir machen es rückwärts. Wir schieben es bei 60 Grad, solange wie ihr quatscht. Sieht gut aus auf jeden Fall. Okay. Was ist das für Fleisch? Wo kommt das her? Irland, Herford ist die Rasse. Und Tomahawk ist quasi der Rücken, also wenn du ein Vierbeiner wärst. Kuschknall so wie Tomahawks. Jawohl. Tomahawks. Gut. Ja. Und dazu machen wir Fritten, ne? Ja, self-made French fries ist es, habe ich gehört. Wie macht man Pommes? Das zeige ich dir jetzt. Okay. Fangen wir direkt damit an oder was? Nein, wir haben uns gedacht, wir machen quasi vier Varianten Pommes. Wir machen einmal die Backofenversion, deswegen steht da das Blech da. Dann nehmen wir was Neumodisches, eine Heißluftfritteuse mit wenig Fett. Und dann frittieren wir noch in alter Tradition in Fett. Okay, ja, das kenne ich auch. Also wir machen einmal die schöne und gesunde Variante, die fast Kisten gesunde Zelt, Variante, ja, und die, ach, ungesunde Variante. Ich vermute, die schmeckt nachher am besten. Ja, dann gibt's richtig Pommes-Verkostung heute. Finde ich, yes, sehr gut. Pommes werden hart unterschätzt und auch oft geben die Leute keinen Fick auf Pommes. Weißt du, die verkaufen Döner oder Burger und machen dann so richtig herzlose Pommes dazu. Haben wir so Chili-Cheese-Soße auch für Pommes? Das ist das Beste mit Pommes. Apropos herzlos mit Pommes umgehen. Chili-Cheese-Soße. Chili-Cheese können wir selber bauen, ist gut. Ja, machen wir. Ja, machen wir Chili-Cheese-Soße noch. Ja, wir haben Süßkartoffeln auch am Start. Safe. Ja, ja. Die schneide ich, damit ihr euch nicht verletzt. Alles gut. Ja. Und ihr schneidet Pommes. Ja, genau. Lasst noch die Schale dran. Ne? Ich bin heute nur Beobachter und Kommentator. Gewaschen hast du? Okay, perfekt. Also wenn so eine Ecke ist, dann ab und sonst. Okay. Die Schale lassen wir einfach dran. Ja, Mann. Ja. Das ist Übergang. Bio-Kartoffeln, gesund. Ja. Die ganzen Vitamine. Ist so. Ich hab euch schon mal ein paar. Ja, also ich hab nicht ganz aufgepasst. Bitte übernehmen Sie. Tut euch einfach nur nicht weh. Kocht ihr sonst überhaupt? Nein. Kochst du, Dillo? Ja, ich mach ab und zu Spaghetti, ganz einfach so. Okay. Ja. Ganz einfach, Arrabbiata und so. Machst du es richtig hier? Von meiner Perspektive würde ich sagen, es sieht sehr gut aus. Okay. Von meiner auch. Guck mal, ich bin geübt mit dem Umgang mit dem Messer. Ja. Deswegen, man macht das so einfach. Aber außerhalb der Küche. Na ja, genau. Pass auf, das ist schon jetzt, mein Bruder. Ja, mal gucken, hier sieht doch auch ordentlich aus. Ne? Du hast das doch gelernt. Ja, ich habe gerade zugeguckt und ja, ab und zu macht man auch Pommes zu Hause, aber halt nicht jetzt Bio-Kartoffeln oder so. Aber ich mache ab und zu. Bei mir geht, ja. Ab und zu bin ich am Start auf jeden Fall. Na, sieht gut aus, oder? Ja, top, perfekt. Vielen. Das werden sehr gute Pommes. Jawohl. Ja. Okay, und was sagt der Profi zu Christoph? Ja. Okay, du bräuchtest ein größeres Messer, würde ich sagen. Cut it. Nee, ich bräuchte nicht weichere Kartoffeln. Süßkartoffeln sind da eh relativ undankbar. Ne? Ich habe den Jungs erstmal das große Messer gegeben. Ja. Ich probiere mal kleine Süßkartoffeln zu holen, weil das mega anstrengend ist. Ein Vorkochen und so ist auch ein bisschen belastend. Ja, ich habe die nicht gekauft, ne? Das ist auf jeden Fall ein geiler Style, die zu schneiden. Jetzt, ich sehe hier schon langsam, ja, kommen die Freestyle-Methoden raus. Man sieht keine Möglichkeiten mehr. Wie Käse, ja, ein bisschen aus wie Käsewürfel. Bruder, bei Kasi, er freestylt gerne immer. Ja, manchmal mache ich das wirklich. Ja. Freestyle oder Freestyle kochen? Nein, Freestyle. Ja. Freestyle kochen ist mir zu kompliziert. Ja, das ist, man braucht einen Joint. Ey, ich habe ein mieses Gerät gesehen. Ich kenne ein mieses Gerät. Das ist ein Teil, das ist von, das ist diese Marke, die macht immer so Sachen relativ smart. Da kannst du egal was reintun. Und das, da gibt es so Rezepte, das wählst du aus, der zeigt dir dann an die Zutaten. 300 Gramm Mehl, das machst, mhm, du da rein. Du musst nichts selber machen. Das ist Pürieren. Hier, da war noch so ein. Egal, der macht dir alles. Du kannst da irgendwas reintun, das kommt fertig daraus. Okay. Was? Aber wie soll diese Maschine denn Liebe in das Essen reinmachen? Genau. Das sah so krass aus. Hier, gut gesagt. Shoutout, wo soll ich grüßen? Da, Jan, BBU von Berlin bleibt Untergrund. Er hat das in seiner Story, du weißt doch. Clever.
Einfach so ein kleiner Roboter, der den Kocher setzt. Ich frage ihn jetzt ganz kurz, wie das heißt. Eine Sekunde. So. Ich habe hier so einige fertig. Guck mal, das ist doch hier vorbildlich, oder? Ja, top. Super. Ja, versuch's. So. Also in meiner hier. Piratenbande könntest du als Koch mitkommen. Jawohl. Das mal. Genau, dabei, Bruder. Kostet 350 Euro bei Lidl, warte. Haben wir schon alle Kartoffeln? Nee, ich mach weiter. Und dann kannst du die alle auch. Multikocher. Kochen, Mixen, WLAN. Küchenmaschine. Ja, das Teil kann sogar Musik machen, glaube ich. Ja, wirklich? Na, dann machst du, guck mal hier, mach mal hier. Da machst du Sachen rein, Alter, und der macht dir alles. Kochen, Mixen, Pürieren, Skalieren vielleicht sogar. Er vielleicht macht alles. Sogar. Dieses Gerät. Ja, das ist der gefälschte Thermomix. Vom Discounter. Das ist ein Thermomix, heißt das, ja? Ja, ist der gefälschte. Ich weiß nicht, wie der heißt, okay. Aber das ist die. Ja, das Ding ist auf jeden Fall stark. Ja, aber ja. Es ist schwierig, Mann. So wie mit Mikrowellenessen, weißt du, da ist selten Herz drin. Halt einfach. Bruder, was ich hasse, ist Mikrowelle auf jeden Fall. Mikrowelle ist gar nicht mein Ding. Ich fühle mich da ein bisschen unwohl mit Mikrowellen, muss ich sagen. Boah, gar nicht gut. Ich übernehme mal. Boah, Bro. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das könnte passieren. Ich verkacke mies, ja, ich kann das gar nicht. Doch, du schaffst es, ich glaube an dich. Aha. Ich muss erst mal ein bisschen ja aussortieren, was man jetzt verwerfen kann. Okay. Guck mal, ja. Ich würde auch sagen, wir gehen dann mal hoch aufs Dach, weil es richtig nice Wetter. Ja. Lassen Christoph hier kurz in dem nicht ganz so nice Wetter. Es wäre gut, wenn ihr 38 Minuten brauchen würdet, weil diese Heißluftfritteuse so braucht 38 Minuten. Okay, kriegen wir hin. Ich glaube, das Erste, was Leuten auffällt, wenn sie jetzt gerade BEK sehen, ist der Unterschied zwischen euch. Also Kasimir als der Newcomer gegen Dillo, das Urgestein eigentlich schon im Rap. Aber also nicht, dass es befremdlich ist oder so, sondern es ist einfach das Erste, was auffällt. Und ich würde gerne mal diese Generation ein bisschen gegenüberstellen. So über dich, Dillo, zum Beispiel, habe ich herausgefunden, dass du über Berlin Crime, Frauenarzt und alte Tapes so ein bisschen zu Rap gekommen bist. Und über Kasi zum Beispiel konnte ich da gar nichts rausfinden. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie das für dich war, als du das entdeckt hast, Berlin Crime damals, die Tapes, und was es war, was dich dann bewegt hat, dazu vielleicht auch selber zu rappen. Das war für mich auf jeden Fall, das ist hier so, ich höre Englisch Rap, aber ich verstehe leider nichts davon so. Ich höre immer so die Flows und so. Das ist immer ganz geil. Aber so Berlin Crime waren so die ersten, so, also Berliner Untergrundsachen so. Ich hab's gehört und ich hab gedacht so, wow, geile Sachen. So Frauenarzt, Dicker! Genau, schöne Grüße auf jeden Mann. Fall. Ja, Mann, Shoutout. Auf jeden Fall. Und somit, für mich war es neue Welt, Bruder. Ja. Und ich hab dann angefangen, auch selber Mucke zu machen. Ich hab die Jungs gefeiert. So für mich war es so was Besonderes, auf dem Weg zur Schule sowas zu hören. So das waren so auch verrückte Sachen. So. Man kann nicht so ganz sagen, so dass es... Und wenn die Bullen kommen... Dann sollen sie kommen. Yeah. Ja, ich hab's mies gefeiert, Bruder. Weißt du, Frauenarzt. BC-Militär. Genau, BC-Militär und sowas halt so. Für mich was ganz Besonderes. Wie bist du denn an die Musik gekommen? Also wo hast du von denen das erste Mal gehört? Bruder, Downstairs. Bei uns Schöneberg-Steinmetz-Ecke. Weißt du, das ist... Guck mal, sowas kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das war ein Graffiti-Laden gewesen, weißt genau. du? Genau, ja. Hey, quasi, weißt du Bescheid. Ja. Du weißt doch damals Downstairs. Ja, Mann. Erzähl ich war nie da, Dicker. Ich war nie da, aber jetzt, ich kenne den Besitzer vom neuen Downstairs. Shoutout Ibo auf jeden Fall. Mr. Mann. Genau. Und das war früher ein Graffiti-Laden, das war so Hip-Hop. Was Safe, war da gab es die ganzen alten Tapes. Berlin Crime, Agro ist daraus dann gewachsen. Shidos erste Tape, King of Kings, Bruder. Die kamen so, weißt du, ich bin so runtergelaufen, ich habe so von Halil die ersten Tapes geholt, Bruder. Für, genau. Weiß ich nicht, 15 Mark, 16 Mark, Wallah. Und so für mich war es ganz. Und dann auch Tapes auf Tape-Spieler gehört oder auf CD und. Nee, Tapes. Tape auf Tape, Bruder. So. Kassettenrekorder halt. Wallah, damals, so für mich sowas krass. Wir können sogar Halil holen von mir aus. Er weiß ganz genau noch, ich habe die ersten Tape-Sachen von ihm geholt. Für mich war es auf jeden Fall was ganz krasses, so Deutschrap, so, weißt du? Nicht jetzt so, ich habe Dr. Dre und so 2001, so die Alben und so, schon alle gehabt, so, aber für mich war Deutschrap so was ganz Besonderes. Und als dann Agro Berlin an Ecke Steinmetz kam, Göben-Ecke, ich war auch einer der Ersten, der mit Spectre gechillt hat. So, weißt du? Und damals, wallah, ich weiß noch ganz genau, weil es gibt ja diese, hier, weißt du, diese Dings, diese Sachen so, Blättchen, die neuen Sachen. Und damals war Gysi ganz, ganz neu. Und die haben dutzende weiße Pakete im Studio liegen gehabt. So, weißt du, Gysi war noch unbekannt. Und alle sind immerhin haben Blättchen von da. Alle, wir haben Blättchen da von Spectre so geholt. Ja, war eine geile Zeit auf jeden Fall. Und somit ist Deutschrap, da war für mich Deutschrap geboren, so harte Rap, so Agro Berlin. Ja.
So, das waren so die ersten Sachen. Genau bei mir an der Ecke Steinmetz, so, weißt du? Man hat ja, jeden Tag. Lag's ja auf der Hand, dass es dir über den Weg läuft. So. Genau, so sieht's aus, Bruder. Das war so ein Nasib, Schicksal einfach. Und ja, ich hab da auf jeden Fall die ersten harten Sachen. Man hat mit Bushido gechillt. So am Ende so mit Sido, mit allen, so, weißt du? Ja. Korrekte Jungs auf jeden Fall. Also, da war ich nicht mehr so viel mit Bushido, ich habe mehr so mit Sido gechillt, so am Ende. Es ist so, wie ich es dir sage, ja. Genau so. Naja, ist ja wahrscheinlich alle in dem Umfeld dann zu dem Zeitpunkt so, als dieser Split war, ist der eine da und der andere da. Da, genau, der ist zu Universal rüber. Ich bin trotzdem auf der, die sind ja Agro Berlin geblieben, ja. Und ich bin somit einfach mit denen geblieben halt, weil es Steinmetz-Ecke ist. So, ich hatte einen guten Draht zu Spectre bis heute noch, man schreibt miteinander und macht und tut. Ich bin auch gerne so, weißt du. Aber der macht krasse Videos, der Typ. Ja. Auf jeden Fall. Ja, der hat die ganzen Ansagen gedreht. Boah. Alles, ja, natürlich Ansage Nummer zwei. Spectre ist wirklich ein abgefucktes Genie, Digga. So kein jedes, Spaß. Das jedes war Gespräch, so was ich mit Videos. Dem geführt habe, hat immer einen Gedanken getriggert. So. Mal bei ihm, mal bei mir. Aber es ist immer dahin gegangen, dass wir mit irgendetwas dann ein bisschen weitergekommen sind auf im Kopf. Auf jeden Fall, Bruder. Bei Spectre, mega inspirierender Typ. Genau so, genau das wollte ich sagen. Spectre ist auf jeden Fall. Schöne Grüße an Spectre. Ja. Deutschrap sein, ihr wisst Bescheid. Safe. Hat deutscher schon alle Rap gestempelt. Wäre, deutscher Rap wäre heute anders, wenn Spectre nicht also, gewesen genau wäre. So ganz anders. Ja, Wallah. Safe. Ja, ja, Bruder. Er kommt auch, weißt du, aus Frankreich, so Gasse, Gosse, Gada. Er ist so richtig, so aus dem Ghetto, aus Frankreich, Bruder. Und hat das Ding mit nach Deutschland genommen, so, weißt du. Und hat so mit Agro Berlin, so, das waren die ersten, Speicher, Halli, Spectre. Das waren die drei, Bruder, die Deutschrap bewegt haben. Mhm. Es gab sie davor, weiß ich, Fantastische Vier und Ach, du gab's ja auch in Frankfurt Bewegungen und in Hamburg. Natürlich, es gab überall natürlich. Leute so, aber Agro Berlin, Digga, kein Mensch kann irgendwas sagen, dass Agro Berlin nicht Rap verändert hat und genau so. Straßenrap oder harten Rap halt groß gemacht hat. Ja, und ich war mittendrin mit dabei, Bruder, für mich so, weißt du. Ich war sehr jung damals und ja, ich weiß das bis heute einfach, weißt du. Aber wie im Vergleich dazu bist du quasi zu Musik gekommen oder zu Rap gekommen? Wo hast du das erste Mal was davon wahrgenommen? Auch so, durch einfach hören. Bei mir war ja eher mehr so digital Welt, ne? So, ich habe YouTube-Videos gesehen und so alles Mögliche. Aber durch auf richtig Rap, also ich habe erst richtig angefangen zu rappen, als ich wirklich so into Ami war, weißt du? Da war dann so, okay, links, ich wusste auch direkt, ich kann direkt nur Deutsch rappen, weil so. In Deutschland kannst du einfach nicht Englisch rappen, Digga. Das, also finde ich, man kann das schon machen, ja, so. Es gibt Beispiele, aber mich persönlich hat das getriggert immer so, weißt du, so. Aber hast du zum Beispiel mal Calvin Cold gehört? Nein, kenne ich nicht. Das ist einer, der kommt aus Deutschland. Der ist jetzt mittlerweile komplett international auch erfolgreich. Tourt in China, tourt in Amerika, England und sonst was. Das war das erste Mal, ich schwör's und dir. Er ist auch wirklich krass. Er hat auch so irgendeine Art Akzent. Er hört sich nicht so wie so ein typischer Ami an, aber er hat jetzt nicht so Sätze wie German Accent mäßig. Ja, so Digga, er klingt, das geht zum Das ist natürlich was anderes. Wobei, sogar das könnte ich mir vorstellen, wenn einer kommt und diesen Akzent durchzieht. Und wie ein King mit seinem Akzent rausgeht, der könnte krass kommen. Ja, aber dann ist er eher so wie in meinen so ein lustiger Augen. Rapper. Ja, okay. Er könnte so Comedy-Rap machen. Genau, er macht deutschen Slang einfach. Er macht den ersten deutschen Slang. Geil, ich feier, wenn ihr damit Erfolg habt, viel Erfolg auf jeden Fall. Aber für mich kam das auf jeden Fall nicht in Frage. Und dann habe ich auf einmal immer Texte geschrieben und bin ins Studio gegangen und so. Und dann kam das relativ schnell. Was waren so die Musikvideos oder die Künstler, die du, als du im Internet gedickt hast, dann für dich entdeckt hast oder die... dich auch dazu gebracht haben. Ich habe mit Migos angefangen tatsächlich, mit diesem Versace-Song da und dann diesem Remix damit. Crazy. So, und dann habe ich habe viel Codec gehört, richtig viel Codec habe ich gehört und dann, ich hab voll viel gehört, ja. Aber ich weiß nicht mehr, was ich genau gehört habe. Ich bin so ein Ami voll into it, aber nicht so auf diesen Memphis-Film und ich bin kein Atlanta-Boy und ich bin kein, weißt du, ich höre kein Chirac, ich höre keine Musik aus Chicago so viel, ich höre immer nur so, weißt du, so, hab immer dann so die Florida-Jungs gehört und deswegen ist, glaube ich, auch mein Musikstil so, wie er ist und viele checken das, glaube ich, nicht so ganz oder werden das jetzt mit der Zeit mehr checken, dass so eine Wave auch kommt, weil das einfach was ist, was es gerade in Deutschland nicht gibt. Auf jeden Fall. Weißt du so. Und ich bin auch so into it, dass ich sagen würde, ich will dahin expandieren und will da auch so halt Features mit den Jungs von da machen, wenn die nicht so auf Uplock sind. Du weißt doch, die sind so wie wir, so ein bisschen so von außerhalb den Leuten, so mehr so, wir sind unter uns, weißt du, der Kreis ist so klein. Und so ist doch oft auch, also oder bei fast allen Leuten, die wirklich vom Musik machen kommen. Ja. Von diesem Abhängen, wir sind im Studio, machen Musik und ob es dann irgendwann Erfolg hat, ist... sei der Welt überlassen, weißt du? Aber man macht halt einfach Musik und es geht nicht darum, mit irgendwem zu arbeiten, nur weil er Erfolg hat oder nur weil er Klicks hat oder so, sondern man lernt sich kennen oder man versteht sich oder man ist auf einer Wave oder wie auch immer und macht halt dann einfach Mucke. Sowieso, weißt du, ich habe die Jungs angeschrieben, also so zwei, drei Jungs.
So, die sind so krass in dem Gangfilm, weißt du, die haben viel, 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 viel weniger Aufmerksamkeit als ich gerade, aber die sind so into ihrem Shit, weißt du, die sind so dabei, dass sie sagen, nein, Dicker, weißt du, so, die antworten nicht mal auf Instagram oder so, weißt du, ja, so. Oder kriegst du vielleicht nicht mal mit. Aber ich finde das sogar richtig, wie die das machen, weißt du, so unter sich Musik machen, das ist auch das, wo das herkommt, weißt du. Ja, nee, krass. Damals war das auch so, weißt du, du bist Dicker, so, weißt du, da war es nicht so, ja, wir machen Feature einfach und so. Ja, ja, safe. Früher war ja wirklich so ernst und so, weißt du, und mit Dillo ist dann so der Kontakt gekommen, dass ich dann so wirklich richtig professionell Tonstudio, jede Woche mit beste Beats, dann auf einmal Jane Beats kennengelernt und wirklich into it und nur noch Musik. Ich habe jetzt mittlerweile so auch Projekte, ich mache in 15 Tagen gerade, ich versuche es, 50 Songs zu machen, ob ich es am Ende des Tages so schaffe. Jeden Tag mehr als drei Songs. Ja, so, aber muss grinden, muss schon die ganze Zeit im Studio sein. Genau, und meine Songs sind nicht so lang, und so, aber diesen Grind habe ich auch erst seitdem ich so mein Deal bekommen habe, so bei BK, und jetzt ist es wirklich so, dass ich nur durchziehe. Was dich so richtig motiviert? Ja, sowieso, Digga, ja, besten Jungs. Ich bin die ganze Zeit, weißt du, im Studio, ich mach nichts anderes. Also, es kam aus, für mich einfach so, weißt du, mit dem Essen vielleicht oder so, weißt du. Ich, weißt, wenn du so besser, einfach besser lebst, du bist doch so auch automatisch motivierter, so Sachen mehr zu machen. Also, bei mir war Motivation dann auf einmal für Studio da. Ich will noch mehr schaffen, weil ich so viel denkst. Und deswegen bin ich gerade so dran zu machen. Klar, genau so muss es sein. Ich bin auch so ein deutscher Zuhörer, weißt du so, was so Rap angeht, aber so quasi immer so. Jan hat mich auch viel zur Musik bewegt, ja, das muss ich noch dazu sagen. Und du, wie du gerade gesagt hast, ja. So, weißt du, was so halt dieser Ami-Shit so. Kasi macht so immer im Auto an und ich bin immer mehr interessiert. Also, weißt du, die neuen Sachen so von dort drüben, die Jüngeren machen auch krasse Sachen. Man muss den lassen wieder, Wallah. Völlig. Überall auf der Welt geht gerade krasse Mucke. Europa ist auch auf einer krassen Mucke. Aber ich war ja halt nicht so ein Ami-Zuhörer, war ich nicht. Weißt du, immer so Deutschrap so für mich, weißt du? Ich habe immer so Deutschrap zugehört, weil ich das auch vielleicht verstehe, so, weißt du? Ja, ich höre einfach deren Flow so. Und Kasi mittlerweile, er macht immer so im Auto an, ich komme immer mehr rein. Früher, ich habe immer im Auto angemacht, er sagt, ja, mach aus und so, mach aus, ich will nicht hören und so. Ich sag, nein, wir hören das jetzt und so mittlerweile. Hab ich gezogen. Mittlerweile ich mach an, er sagt, boah, geil, ja. Wallah, geil. Dann machen wir noch mal einmal diesen einen Song an, wo er so singt und so. Auf jeden Fall. Bester Mann, Dicker. Auch wir haben einen miesen Song gemacht. Ich glaube, so ohne, also so wäre ich jetzt nicht so mit dir diesen Weg gegangen, hey, wärst du nicht so, hättest du nicht diesen Song so ja, gemacht safe, und wärst safe, dich safe. Auf diese Richtung ja, auch safe. So. Auf jeden Fall. Das ist auch was, wir motivieren uns so gegenseitig. Das Studio ist gut, ich gerade sagen. Oder das ist doch das Beste, wenn man dann, wenn beide voneinander so weit profitieren können, dass die sich gegenseitig inspirieren. Das auf jeden Fall, Bruder. Label-Verhältnis, was man haben kann. Auf jeden Fall, Bruder. Killer. Freut mich auf jeden Fall, sowas zu sehen. Weißt, man sieht ja auch viel Leute, die einfach ohne Team oder sonst was zu Majors gehen oder so und ja, halt weg. Ja, aber das geht nicht, Digga. Das ist für mich so eine Sache, die niemals in Frage kommen würde. Ich brauche, also, weißt du, ich habe so, es ist wichtig, dass man Jungs hat, auf die man sich verlassen kann, weißt du, und nicht so einfach drauf los. Safe, dein eigenes Team, weil so, ich habe, an der Spitze ist es einsam, weißt du? Wenn man ganz oben ankommt, da ist ganz alleine. Man muss ein paar Leute mit hinnehmen, sonst ist man einsam, wenn man ich da oben ist. Hat man auch schon oft genug gehört, dass Leute auf einmal einsam an der Spitze stehen. Ja, natürlich. Also so. Am Ende ist es einsam. Ich sag immer, Bruder, es ist viel schöner, wenn man so zusammen isst am Tisch und lacht. Genau. Ja. Das finde ich viel schöner, Wallah. Ja. So, weißt du, ich will nicht da alleine sitzen und genießen so das Essen. Was bringt das Geld, Dicker, wenn du am Ende dich mit Leuten kannst, das ausgeben kannst, du der zusammen an einem Tisch sitzen kannst, essen kannst. Weißt du, was bringt Geld, wenn du genau der Typ. Bei Kasi ist auch so, wenn du nicht da bist im Studio, er ruft die Leute an, wenn er Essen bestellt, sagt, ey, ich bestell für dich mit, bist du dabei und so? Bei Kasi ist so, er ruft die Leute an. Bei den Jungs ist es genauso bei mir, weißt du, deswegen. Und bei meinen Freunden, bei meinen kleinen Youngins genauso, das ist wichtig. Was Label angeht, was du drauf hast, weißt du, was du meinst. Man teilt mit seinen Leuten, bei uns machen wir das teilweise so, wenn wir auf Tour gehen, sind die Kameramänner, Fotografen, DJs und so, die bekommen nicht irgendwie eine feste Gage, sondern die bekommen schon immer einen Prozentteil. Killer. Weißt du, und früher habe ich 100 Euro für einen Auftritt bekommen oder sowas, dann haben die 10 Euro bekommen. Heute kriege ich, keine Ahnung, ein paar tausend Euro für einen Auftritt, dann bekommen die immer noch 10%. Killer. Weißt du, einfach weil die Leute so loyal waren, dass sie von Anfang an dabei waren und auch da waren, wo es kein Geld gab. Und einfach verstehen, okay, krass, das ist was so, ich habe das mit aufgebaut und wenn ich weiter dabei bleibe, dann wird es immer noch größer. Ja, das ist viel besseres. Das ist einfach Vertrauen für mich, weißt du? Ja. So, das ist, du hast dein Team von Anfang an und du kannst dich auf die Leute verlassen, weil du weißt, die sind da, so, weißt du? Die waren davor schon da. Man kann nur sagen, halal, Bruder. Auf jeden Fall. Geil. Eine andere Sache, Jungs, die auch so ganze Generationen immer geprägt hat, sind Cartoons und Filme. Oh. Und ich glaube, da habt ihr auch komplett unterschiedliche Sachen gesehen, als ihr aufgewachsen seid. Safe, ja, Mann. Was hast du so im Fernseher oder auf der Kinoleinwand als Kind oder Jugendlicher gesehen, was dich geprägt oder inspiriert hat, wo du bis heute vielleicht was mitnimmst? Er ist verrückt, ja. Er hat alles gesehen. Er ist Filmfreak, ja.
Ja, auf jeden Fall, wie Kasi sagt, Bruder, ich bin schon ein Freak, was sowas angeht, ne? Okay. Weil man sieht es auch so, bei Videos bin ich wirke sehr viel mit, so. Ja. Unsere Videos. Du machst Filme auf jeden Fall. Was? Genau. Generell so, die 90er waren so krass, das ist nicht mehr so wie heute, sag ich mal, so, weißt du? Also so, ich kenne nicht so viel von dem, was jetzt gerade halt, dass die Leute gucken, die jetzt 14, 15 sind oder so, weißt du? Deswegen habe ich ganz andere Sachen gesehen, wo ich gar nicht sagen kann. Natürlich habe ich mal irgendeinen Hannah Montana oder sowas gesehen und mal mitbekommen und kann dann sagen, okay, also ich habe nicht das Gefühl, dass das noch immer noch dieselben Werte vertritt wie Filme und Serien aus den 90ern. Aber ich kenne halt auch nicht alles. Aber so, weißt du, du hast doch bestimmt auch früher Prinz von Bel-Air, Cosbys oder was. Oder ich guck's immer noch, ich sag dir ehrlich, Wallah, manchmal, ich mache einfach Netflix an, ich guck's immer noch. Weil es einfach legendär und ist, so, weißt du? Prinz von Bel-Air habe ich aber auch geguckt, ein paar Folgen. Allerdings erst, als es bei Netflix war. Ja, okay. Ja. Das war nicht meine Jugend, so, Netflix, weißt du, Digga. Unglaublich, für mich ist RTL 2 läuft genau. Prinz von Bel-Air. Ja, so Digga. Wie bei King of Queens und so. Ja. So ähnlich. Doch, war RTL 2 oder nicht? Kabel 1, RTL 2, ja. Ja, lief RTL 2, 2 früher. Ja. Aber weißt du, wer mich noch feiert in der Serie? Cartman, Bruder. Cartman. Da sagt mir Cartman von South Park. Ja, Cartman. Der ist der krasseste, natürlich. Bruder. Sein Dance-Move auf Tom Jones und so. Safe, Cartman ist King, Bro. Bis heute, Bruder, der ist der krasseste, Bruder. Ich fand Cartman immer ganz cool, ja. Wenn wir gerade bei der Sache sind, ich hab früher immer gewartet bei Comedy Central mit deinem Homeboy Harris, auch schöne Grüße. Wo ist die Dingskamera? Da, schöne Grüße, Harris. Ja, wir haben auch immer so gewartet, bis South Park lief und so, sonst Avatar, Digga, oder keine Ahnung, ich hab nicht viel diese... So aber Avatar ist schon auch noch geil, also das ist schon noch eine der Serien, die einem noch ein bisschen mehr mitgibt. Pokémon nach Grundschule, ich hab früher Beyblade geguckt. Beyblade. So, One geguckt. Piece habe ich geguckt, bisschen. Ja. So, habe ich ja auch, wir auch drüber geredet. Das ist mein Leben, One Piece, Bro. Ja, Dicker. Naruto habe ich auch geguckt, aber ich bin bei Shippuden nicht durch. Ja. Was ich so die letzte Zeit gesehen habe, alter Kasi in der Schule, der ging so richtig ab in der Schule, auch mit Mikrofon auf der Bühne, so, wo er richtig jung war. Gibt es das auch im Internet? Nee, Dicker, das darfst du nicht erzählen. Irgendwann, das müssen wir rausschneiden. Alles klar. Wenn die Leute das posten, ich bin gefickt, das wird rausgeschnitten. Cut, wir machen so. Nein, Dicker, das soll... Ich feier das, Bruder. Ich bin ein Kumpel, Mehmet. Er ist so mein, mein Social Media. Ich küsse sein Herz über alles. Er ist einer meiner besten, also er ist wirklich mein bester Freund. So. Sehr real. Mit noch einem anderen, der gerade in London studiert. Shoutout Haris. Und ja, ist mein Bruder und der ist mit mir aufgetreten. Da, wir hatten früher einen Song, dann hatten die anderen so Abi oder so. Und ich war so, zwei Jahrgänge, glaube ich, da drunter und ich bin einfach aufgetreten auf deren Abi-Ball. Dilani war uns krass, ist auf der Bühne, er schreit so rum und Mehmet hinter ihm. Ja, meine ganzen Lehrer stehen da. Die sind so unten, die gucken krass an, so, tschüss, was passiert, Mann, hier? Ich hab's mies gefeiert auf jeden Fall. Ja, Dicker, da haben auf jeden Fall auch mies viele gefilmt. Ja, ich frag mich, warum das eigentlich nie rauskommt. Man musste so ein geile Doku machen über Kasi. Safe, eines Tages, da kann man eines das dann mit reinmachen. Eines Tages. Die Geschichte muss noch ein bisschen erzählt werden. Genau so sieht's aus, Bruder. Ja, apropos Doku, das ist auch was man vielleicht mal anstrebt. So, es gibt noch viele, glaube ich, alte Videos von dir, lustige alte Videos. Von Doku, oder ist das schon was anderes? Kann man schon mal machen. Warum nicht? Ich bin offen, Bruder. Kasimir, ich habe nicht viel über dich im Internet gefunden. Also so, wo man viele Interviews oder so. Du hast ein paar Musikvideos, gibt es zwei, drei kleine Interviews, aber immer wieder taucht irgendwo auf, dass Leute dich den deutschen 6ix9ine nennen. Ja. Wie gehst du damit um? Vor allem so, ist es aufgrund der aktuellen Lage für dich vielleicht sogar ein bisschen eine Beleidigung? Na, ich kann nicht, ich verstehe nicht so ganz, weißt du, weil, Dicker, ich habe keine Regenbogenhaare, Dicker. Ich bin keine Ratte, Dicker, weißt du, der ist so Dings und der ist einfach ein er hat schon musikalisch natürlich, ich schreie und dies und das, deutscher 6ix9ine, aber der ist halt einfach auch, und seine Texte machen für mich auch gar keinen Sinn, weißt du, ich versuche so ein, viele Leute sagen auch, meine Texte machen nicht so viel Sinn, aber ich versuche wenigstens Bars zu bringen, weißt du. Und der Typ ist halt einfach so schon Jauche und so. Der bringt zwar Vibe rüber und so und ich habe den auch früher etwas gepumpt, aber ich kann halt einfach nicht mit dem, ich kann mich nicht mit dem auf eine Ebene begeben, weißt du. Deswegen kann ich das nicht so ganz akzeptieren. Das auf keinen Fall, aber als ich so, guck mal, 6ix9ine zu der Zeit war so richtig in so, wo... Früher war das eine andere früher, Sache. Früher, ganz früher. So, da war das so eine andere Sache. Wo ich das erste Mal so krass ich hab 6ix9ine auch früh kennengelernt, Digga. Ich hab Gamo gesehen, da... Ja. Bevor diese Habeszeiten, wo er reinkam und diese... Da habe ich so Kasi gehört und gesehen, Bruder, und ich habe so direkt, weil ich kannte ein paar Sachen von 6ix9ine und dann habe ich so Kasi gesehen, der war ja auch etwas jünger, das ist so 2 Jahre her, so, oder? Ja, 2 Jahre. Ja, ja genau, so 2 Jahre. Ja, der war jetzt ja allein fast ein Jahr weg, ne? Genau. Also. Ja. Und so habe ich Kasi gesehen und ich dachte, ich hab direkt so an 6ix9ine gedacht, Walla, so, ich dachte mir, tschüss dann. So, weißt du, aber so für Deutschland gibt es ja nicht, so, weißt du, das ist so einzigartig gewesen, so.
So Kasi. Ja, sowohl musikalisch als auch vom Charakter. Weißt du, das ist so, so musikalisch kann man es vielleicht irgendwo ein bisschen so vergleichen, genau. Aber der Charakter ist schon ein ganz anderer. Ganz auf jeden Fall. Und am Ende ich meine nur das Schreien und so. Ich rede nur davon, so das Schreien und halt so. Weißt du, dann dachte ich so, wow. Ja, Mann. Du hast auch über Kasi gesagt, das ist ein bisschen wie Eminem zwischen den ganzen Dunkelhäutigen früher. Das ist krass. Wie. Grüße an Eminem oder was? Nee, nee, da ist jemand, der filmt uns. Foto. Da. Ja. Zwingt's noch. Ah, sie macht Videocall. Wollen wir die ganze Zeit rumhalten? Ja, da hast du recht. Nochmal zurück. Was, wie, weißt du, kennst du Eminem seine Geschichte? Weißt du ungefähr, wie das war? Meinst du, das kann man vergleichen mit wie das gerade bei Eminem dir und BK war doch so, er war doch so richtig Arbeiter und die ganze Zeit im Battle Rap und die haben ihn von der Bühne so. Du hast 8 Mile einfach nur geguckt, wa? Bro, ich kenn doch seine ganze Geschichte, ich hab 8 Mile gesehen. Ja, Dicker, genau so gehe ich da auch ran, ganz klar. Nein, ich bin nicht so into it gewesen. Wobei ich sagen kann, dass ich Eminem manchmal früher gehört habe und ich habe 50 gehört. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Aber das ist eine andere Geschichte, Zeit gewesen. Meinst, ich weiß ganz genau, welche Geschichte du meinst. Ja, das kann man so vergleichen. Das ist auch ein geiler Vergleich, ich sag dir ehrlich. So. Aber warum meinst du? Also warum passt das so gut? Weil weißt du warum, Bruder? Und Kasi, guck mal, Kasi ist Steglitzer und immer wenn er nach Schöneberg kommt, die Jungs so, sind so, wow, Kasi ist da. Die zeigen so Respekt, auch wenn er junger ist, weil er großzügig ist, weil er ein großes Herz hat. Und somit, deren Herz, und somit hat er schon die Schöneberger ja nicht auf seine Seite. Weißt du, ich meine, es geht nicht an erster Stelle um Musik, Rap, Hype, dies und das. Der Junge einfach ist respektvoll und somit, Bruder, hat er die ganzen Shababs auf seine Seite. Klar. Und somit, yani, das kann man vergleichen. Das ist auch immer, was viele Menschen denken. Viele denken immer, ey, da ist jemand mit einer Goldkette und einem Bart, der ist bestimmt aggressiv oder sonst was. Aber am Ende des Tages, das ist ja am Ende immer genau das Gegenteil. Das ist genau meistens das ist sind genau es die herzlichsten Menschen von allen. Wenn du ihr Herz küsst, dann küssen sie dir dein Herz doch auch. Genau so, weißt du? Wenn jemand dein Bastard ist, dann wird er vielleicht auch behandelt wie ein Bastard. Wenn die gut zu uns sind, warum sind wir nicht gut zu denen? Ja, somit, Bruder, auf jeden Fall sind Schöneberger sehr stolz auf Kasi. Auch so in dieser kurzen Zeit, was er sich aufgebaut hat. Jetzt weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin und damals waren die Schöneberger auch stolz auf Eminem, meinst du? 30! Ich denke ja, warum nicht? Nein, ich weiß ungefähr was. Ja, du sagst doch in einem Lied, Kasimir will schauspielen und wie ist die Line? Irgendwie sowas. Ich hab's auch irgendwo aufgeschrieben, was du sagst. Bastard, Kasimir mag schauspielen und ich scheiß drauf, ob du's feierst. Ja, okay. Ja, Digga, das war. Du willst Schauspieler werden? Nein, Bruder. Das war damals, ich war in der Schule und dieser Song war älter und ich war in dem DS-Kurs. Darstellendes Spiel, Digga. Und ich hatte so, ich musste halt so eine Rolle machen, Digga. Und meine Mama meinte damals schon immer, ey, du bist voll der gute Schauspieler und so. Ich meinte so, ja, Digga. Und dann haben die Jungs, du weißt doch, ja, Kasimir ist Schauspieler und so. Bastard, ich hab gesagt, Bastard, Kasimir mag Schauspieler und ich scheiß drauf. Dann weißt du, aber war mehr Front, ich feier Schauspieler nicht so, also ich bin nicht so der beste Schauspieler. Meiner Meinung nach und ich würde jetzt auch nicht unbedingt direkt in einen Film reinspringen. Aber irgendwann vielleicht mal. Ey, ich hab gerade so laut gelacht, Wallah. Das ist geil, Wallah. Wo ich dann ja Motorsklaue, Alter. Nein, hör mal auf. Geil. Also ja, ne? Okay. Ich, wenn ich in einem Film zu haben bin, dann nur mit Dillo. Auf jeden Fall, sonst habe ich schon. Gerne, Bruder, wow, mit Herz. Dillo hat auch noch die passenden Statisten für so einen richtig schönen Mafia-Film. Ja, ja, auf jeden Fall, ne? Alter. Nicht mal Mafia-Film. Gangfilm würde ich sagen. Ja. Und alle müssen also angenehm, Familienfilm eigentlich. Ich bin das Einzige, so, was ich kenne, Bruder, als ich nach Deutschland kam. Ich bin so Flüchtling, ne? Ich kam so nach Deutschland, so direkt. Also ich war in so einer Harz stationiert, so. Das war ein Flüchtlingslager. Und dann, also da war die Erfahrung wirklich so ekelhaft, als ich dann so in eine andere Stadt so. Also das wird dir vorgeschlagen, immer wo du hinkommst. Mhm. Ja, in so ein Flüchtlingslager. Und am Ende des Tages so wohnen wir. Direkt auf die Steinmetzstraße 63, eine der schlimmsten Blocks. Ich wurde da auf jeden Fall ausgeliefert, hier mit der Familie und ja, direkt Berlin einfach so. Ja. So, weißt du? Ich bin auch in Berlin aufgewachsen. Ja, also in der Zeit, wo die Leute noch richtig aktiv Berlinert haben auch. Genau, du sagst es. Heute hörst du das ja kaum noch, außer halt in der alten Generation. Genau, ja, alte Generation. Oder vielleicht so irgendwo Berlin hinten so. Ja, genau, in den Randbezirken eher als in den Tourismusbezirken. So. Genau, ja. Ja. Ich liebe es auch, in Berlin zu sein. Ich sag so immer, ja, ich will raus aus Berlin, wallah, was das und so. Aber dann fängt der Sommer wieder an und man denkt sich, okay, Bruder, dann man ist zwei Tage weg, Digga. Man ist zwei Tage weg. Ich sag so, like, wallah, ich muss wieder nach Berlin, ich kann nicht mehr. Ich kann das auch, so, ja. Weißt du? Deswegen auf jeden Fall. Ohne Berlin geht gar nichts. Ich bin hier aufgewachsen, Bruder. Ich bin
Außer jetzt, man geht wirklich Urlaub. Ja, Urlaub ist was anderes. Ja, weißt du. Aber irgendwann vielleicht irgendwo hinziehen, wo besseres Wetter ist und wo vielleicht Strand ist. Kann man machen, aber ich glaube, glaub mir, du würdest immer wieder nach Berlin so für ein, zwei Wochen. Und so, halt, weißt du, du musst nach Berlin. Ich würde es eh nicht so, also ich glaube nicht, dass ich so wegziehen könnte, dass ich nie wiederkomme oder so, sondern eher dieser Style so, ich bin 3 Monate im Jahr, 5 Monate im Jahr vielleicht hier. Und den Rest der Zeit irgendwo, wo die Sonne scheint und der Strand ist, weißt du? Genau so. Ja, und man kommt her, man besucht Familie, man besucht Freunde, man geht auf Tour, man macht ein bisschen Musik und dreht ein paar Folgen Baked und fliegt wieder rüber, weißt du? Passt auf euch auf jeden Fall. Kommt, wenn ihr nach Berlin kommt, passt auf euch auf. Berlin ist auf jeden Fall. Shoutout. Ja. Shoutout ganz Shoutout Berlin, Dicker. Shoutout Berlin, Dicker. Ja, Mann, auf jeden Fall. Die beste. Sehr gefährliche Stadt auf jeden Fall. Ja, wenn ihr herkommt. Okay, Leute, dann lass mal runtergehen. Ich denke mal, das Fleisch sollte ready sein. Yes, und alles andere yes. auch. Die selbst geschnittenen Pommes sollten fertig sein. Jawohl, Alter, ja, Mann. Killer. Quasi vor allem dein Pommes, ne? Ja, ja die mein kleinen Pommes Käsehäppchen. Die besten genau. Pommes, Digga. Ja. Ich hab keinen großen Hunger. Dann gehen wir mal nach unten. Doch, jawohl. Schon. Ja. Was ansteht. Deine EP kommt jetzt? Genau, meine EP kommt jetzt, Kickdown. Meine EP kommt am 12.06. auf jeden Fall, auf allen Plattformen, überall. Mit noch plus ein Video wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt davor oder danach droppe. Ich glaube eher nach der EP. Aber er hat 100 Videos am Start auf jeden Fall. Ja, aber ich habe gut vorproduziert. Er dreht am Tag ein Video auf jeden Fall. Genau, und sonst kommt noch eine EP mit Chapo, wie ihr alle wisst. Chapo 102 auf jeden Fall auch. Shoutout geht raus an die ganzen 102 Boys. Besten Jungs. Und sonst. Es kommen, die anderen Jungs sind auch geplant, so wie Azero und Shiptar auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, auf jeden Fall, die 8 kommt. Azero und Dilloman, die 8 kommt. Ja, obwohl, warum nicht? Ich bin auf jeden Fall am Start. Azero ist auch am Start. Aber das Ding ist einfach, man muss so erstmal gucken. Weil Kasi macht jetzt und das Ding mit Chapo und so ist am Start und dann noch Shiptar, weißt du? Dann mit mir. Du bist am Plan, man merkt schon, er ist gerade noch in Planmodus. Wir machen Plan. Ja, ich kenne das, man nimmt sich selber dann mal zurück für, okay, jetzt macht man Platz für die anderen Jungs. 100%. Und steckt da die Energie rein. Und ich liebe es auch, weißt du, Energie, wie du sagst, so da reinzustecken, so, ob es bei Kasi ist, ob es jetzt bei Shippy oder Azer oder egal wer, der Neue, weißt du? Der Neue. Der Neue. Der Neue, oder? Das ist ein guter Rapper. Das ist auf jeden Fall keine die Neue. Ja, okay, jetzt ist es raus. Das neue Signing bei Business Club ist keine Frau. Ja, offiziell, Digga. Offiziell. Man kann das doch offiziell machen. Ja. So hätte auch eine Frau sein können. Aber jetzt ist es raus, dass es keine ist. Genau. Wir machen auf jeden Fall und Bruder, somit haben wir viel vor. Zukunft, inshallah, gehört uns. Ja. Geil, wow. Ich habe mich auch entschieden, auf jeden Fall das nächste Mal hier Christoph einzuladen. Und zwar auf Dolma und Bamia und alles orientalische Sachen das nächste Mal. Schafsmagen. Du bist dabei, oder? Mit Reis. 100%. Jawohl. Ja, Mann. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Wow. Was sagst du? Heiß. Heiß. Gut. Ist hot. Hot. Feuer. Fritteuse. Aber doppelt gebacken. Heißluftfritteuse. Der Backofen, der ist natürlich ein bisschen gestorben, ne? Weil die so viel gequatscht haben. Nö, sieht trotzdem gut aus. Ja, ja. Auf jeden Fall. Es geht ja auch immer um Optik, ne? Aber die sind auf jeden Fall nicht richtig knusprig. Geil. Ich hab den Unterschied zu den Fritteusen schon vergessen. Tarik, hast du Hunger? Sieht auf jeden Fall krass aus. So, hier ist dein Kotelett. Geil. Ich kann nicht Nein sagen, ne? Ich kann's schon. Willst du mehr durch? Nein. Quatsch. Schade, oder? Ja, ist alles gut. Ich probiere es auf jeden Fall. Du auch, ne? Ja, gib ihm. Nein, ich esse gerne Blut, ich esse auch rohes Fleisch. Geil. Ist das vom Rind jetzt? Ja, sonst wäre das ein sehr großes Schwein. Nein, ich esse nein. Das wollen wir nicht. Nein, Rind. Geil. Hammer. Ich warte natürlich noch auf euch. Ne? Nee, nimm mal, dann ist was kalt. Nein. Kaudi, komm, mach mal so. Ja. So, ich habe ja für dich eigentlich. Alles gut, alles gut. Ich habe ja das viel geileres gemacht. Was hast du denn da? Ja, seht ihr? Wenn man auf Fleisch verzichtet, bekommt man was richtig Nices hier. Wirklich aber. Das ist ein veganes Steak. Der Teller ist noch ein bisschen heiß, aber. Okay, habt ihr alle gut Hunger? Dann guten Appetit euch. Ja, aber da ist noch extra Platz, du kannst zu essen, ist kein Dings. Ich mache das hier. Da ist Käse für dich drin. Nice. Hier, das greift auch zu bei dem veganen Steak.
Ich bin richtig gespannt auf die ganzen Pommes, Mann. Na, was sagst du, Kasi? Er muss noch ein bisschen mehr probieren. Willst du das testen? Gerne. Oh shit. Okay, drei verschiedene Pommes, Mann. Das ist ja hier Heaven, Bro. Ich bin reich, ich liebe Pommes auch. Aber die Holländer haben einfach beste Pommes für mich, ja? Oh, in Holland habe ich echt schon viel nice Pommes gegessen, Digga. Wirklich, aber. Ja. Auf jeden Fall, der Bruder macht sehr nice Essen. Ja, sehr empfehlenswert, sehr geil. So, und hier wie gesagt, nächstes Mal geht auf uns auf jeden Fall Dolma, Kellepatscha und alle orientalischen Sachen haben wir in den Topf rein. Für den Bruder, für Christoph. Sehr nice Essen. Danke auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, geil. Bro. Wir hauen jetzt rein. Hey Jungs, danke, dass ihr da wart, Mann. Mit Liebe.